Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück hier bei Epirus im Jahre 249. Und immer wenn man denkt, man hat die Situation vielleicht so ein bisschen leicht unter Kontrolle, da kommt die nächste große Überraschung. Erstens mal wieder hier eine Armee der RDA. Die hat hier unsere Heilung unterbrochen. Und vor allem aber eine unglaublich starke römische Legion, die hier gelandet ist, gegen die wir eigentlich nichts ausrichten können. Das Einzige, was wir versuchen können, ist, vielleicht noch Syrakus so zu verstärken, dass die Stadt sich verteidigen kann. Drei Runden. Ich baue es mal. Also ich weiß nicht, ob die Stadt drei Runden durchhält. Als erstes wird die Armee dort vermutlich fallen. Wir können sie auch noch nicht mal in die Defensive schicken, weil sie gerade angegriffen wurde. Also es ist wirklich bitter. Also dass sie auch noch mit der Legion ankommen. Naja, womit soll sie sonst ankommen? Obwohl, sie haben auch schwächere Einheiten, aber klar. Sie haben sie auch frei, denke ich mal, und wollen sie nutzen. So, das ist hier mindestens genauso ärgerlich. Deshalb frage ich mich, können wir jetzt hier vorgehen? Short Odds klingt nicht gut, ehrlich gesagt. Tja, kann man eigentlich wenn ich jetzt eine Armee reinstelle, mit der kann ich jetzt noch nicht verteidigen. Ich versuche das mal in der nächsten Runde. Das heißt, wartet mal, müsste ich doch jetzt eigentlich bewegen können. Hallo? Nee. Das ist doof. Hier. Wie kann ich die andere Einheit jetzt anwählen? Die. Nee, nicht die. Doch die. Warum kann die nicht in den Verteidigungsstellung? Sie hat keine Bewegungspunkte mehr, dabei hat sie doch zwei. Ach so, weil sie angegriffen wurde vorhin. Ah, die andere hat sich bewegt. Ja, ja, alles klar. Gut. Okay, dann. Also mein Plan ist, eine davon quasi in Verteidigungsstellung zu lassen und die andere heilen zu lassen. Dann müsste eigentlich die verteidigen und die andere kann in Ruhe ausheilen. Das ist zumindest meine Hoffnung. So, was wir hier erleben, ist ja auch zwei völlig desolate Armeen, die wir jetzt auch erstmal wieder irgendwie flicken müssen. Hier werde ich vermutlich sogar... Warum können wir das hier nicht? Ach, wir haben kein Gold dafür. Ja, dann müssen wir das mit Zellfeel erstmal probieren. Und ich glaube, wir können uns das hier auch erlauben, weil uns die Antagoniden hier erstmal beschützen. Machen wir das mal. Riskieren wir das mal. So, und ihr müsst da einfach mal stehen bleiben. Und mehr können wir jetzt auch nicht tun. Und mal gucken, was die Römer hier anstellen. Ich habe mal geguckt, wie es mit dem Gegenangriff aussieht, aber gegen so eine starke Legion, hier, Dangerous Position, das bringt doch erstmal überhaupt nichts. Eieieiei. So, es gibt aber hier, haben wir wieder mal eine Staatsentscheidung. Ja, wir können wieder die Omen lesen. Ich denke, das sollten wir mal probieren. Jetzt in dieser Situation. Okay, sie haben einen Sieg vorausgesagt. Okay, und sie haben vier Einheiten römischer Einheit. Also vier römische Armeen gesichtet. Vier. Na gut. Hier sehen wir die nächste. Das ist allerdings nur eine kleine, oder? Ja, das sind nur Milites. Kann aber gut sein, dass sie die als nächstes rüberbringen. Und dann wird es schon richtig bitter. Dann wird es schon richtig bitter. Oh Leute, was wird hier noch aus Epirus? Ich weiß es nicht. So, gut. Ich glaube, wir haben alles bewegt, was wir bewegen wollten. Der Siedler ist im Schlaf. Den haben wir dorthin geführt. Gut. Weiter. Okay, Athen versucht aus der Nummer rauszukommen. Gelingt ihnen aber nicht, zum Glück. Schade, dass sie wegreiten mussten. Dadurch können sie nicht mehr die Umschließung... Oh, und er greift da oben an. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, obwohl... Sieht ziemlich blutig aus. Schaut euch das mal an. 627 Verluste nur auf der Seite und auf unserer 2096. Oh mein Gott, da denkt man, man hat hier eine gute Armee. Mit Defense und was weiß ich, und Elite und sowas. Wir verteidigen mit 10,4... Und er greift mit 9 an. Und die Verluste sind so verteilt. Das ist doch der Hammer.
Das ist doch der Hammer, oder was? So, Makedonien. Ja, sagen wir ja. Das sind nur allgemeine Angebote. Pontus möchte auch die Beziehung verbessern, vertiefen, sagen wir auch ja. Okay. Ja, Handel wurde wieder unterbrochen. Die Athener und so weiter. Halt, jetzt habe ich die Armee weggeklickt. Dicey Situation. Also hier bleibt nichts anderes übrig, als uns zu befestigen. Wir müssen abwarten, dass sie sich selber irgendwie so ein bisschen aufreibt, die Armee. Und dann haben wir vielleicht mal irgendwann die Chance, mit einer noch überlebenden Armee zuzuschlagen. Was anderes fällt mir da ehrlich gesagt nicht ein. So, hier. Wartet mal. Hier könnten wir es uns jetzt leisten. Wie viel sind jetzt hier schon wieder da? 1500, das reicht nicht. Wir müssen jetzt hier mal dieses richtige Recover machen mit Einsatz von Bevölkerungsnachschub. Während wir hier 2900, glaube ich, erstmal weiter Self-Heal machen. Hier geht das einigermaßen noch. Also wenn die Antagoniden das schaffen sollten, Delphi einzunehmen, dann ist der Moment gekommen, wo ich diese Mine repariere. Die haben sich dort jetzt eingegraben. Damit können wir sie dort nicht angreifen, meines Erachtens. Jetzt müssen wir mal die Armee hier richtig auswählen. Und ich weiß immer nicht, wie... Das Problem ist, normalerweise funktioniert das, wenn man auf die Flagge... Ah, so geht's auch. Gut. Okay. Also die Einheit wird sich befestigen. Und mit der Einheit müssen wir irgendwas anstellen. Ich weiß nicht, warum die 0 Attack Strength hat. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Nach wie vor nicht. Das dürfte eigentlich nicht sein. Das können wir uns nicht leisten. Also machen wir hier Self-Heal. Hilft nichts. So, die andere wird das hoffentlich verteidigen. Hier oben müssen wir auch in Verteidigungsstellung bleiben. Mehr Optionen haben wir einfach im Moment nicht. Hier, das ist so, das wäre echt cool, wenn Delphi fällt. Das wäre richtig gut für uns. Hoffen wir mal. Oh, sie marschieren raus aus Delphi. Werden angegriffen von den Antagoniden. Ach, verdammt. Können sich gut verteidigen. Werden aber jetzt nochmal angegriffen. In diese blöde Stadt da oben. Gott. Die kriegen sie auch nicht hin. Okay, sie greifen nochmal an. Der müsste jetzt echt einen tierischen Malus bekommen. Ah, das läuft schon. Die brauchen lange dafür, aber es läuft, würde ich mal sagen. Ich glaube, unsere Goldmine ist langsam sicher. So, jetzt geht's hier weiter. Ich will es gar nicht sehen, Leute. Oh, diesmal deutlich besser. Diesmal haben wir Glück gehabt. Schaut mal, und die Zahlen waren schlechter. Also da war einfach vermutlich das letzte Mal echt Pech, Würfelpech auf unserer Seite. Diesmal mit 8,5 angegriffen und wir mit 6,8 und nur 373 Verluste. Hervorragend. Sehr schön. Na, nein! 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 Das okay. nein. Ich glaube, das war's mit Sizilien, Leute. So, Pontus schenkt uns was. Danke. Frieden mit den Odrysianern machen wir mal nein, solange unsere Nachbarn auch nicht im Frieden sind. Machen wir das mal nicht. Ja, mit denen werden wir Frieden schließen. Ist okay, mit den Dakiern. Oder vertiefen.
So, Sparta plündert unsere Sachen. Was ist das? Wir sind im Krieg mit Massilia. Okay, das sind jetzt irgendwelche Hinweise. Vermutlich merkt das Spiel jetzt, dass wir ziemlich am Abkacken sind. Weil Massilia auch noch dabei ist. Ja, okay. Danke für die Information. Vielen Dank. Gott, wie frustrierend ist das denn? So, das Problem ist aber... Was soll man hier noch machen, Leute? Was soll man hier noch machen? Das Einzige, was wir noch machen können, ist in Panormus... Ah, wir haben nicht mal die Mittel dafür. Uns fehlt Gold, uns fehlt Eisen, um hier was auszuheben. Oieieiei. Tja, also hier kann man am Ende nur noch zuschauen. Man könnte jetzt die eigenen Städte plündern, aber das ist mir irgendwie zuwider. Das ist mir irgendwie zuwider. Yes. Wahnsinn. So, hier muss ich mir das nochmal angucken, wie es jetzt mit unseren Einheiten hier aussieht. Yes. 2,2 und 0,1. Hier hat sich das minimal verbessert. Hier mache ich auch jetzt mal einen Recover. Während es hier langsam gut aussieht, würde ich mal sagen. 3400, wir werden uns jetzt hier langsam heilen. Die haben auch 3200, machen wir auch so ein Self-Heal. Tja, und die Goldmine, die können wir jetzt sowieso nicht irgendwie reparieren, weil wir nicht das Gold haben dafür, logischerweise. Oh mein Gott. Tja, was hätte man verbessern können in Sizilien? Ehrlich gesagt, fällt mir nichts weiter ein. Ich meine, die Sache mit diesem späten Mauerbau hat jetzt eigentlich jetzt nicht so einen riesigen Einfluss. Flotte war unmöglich. War wirklich unmöglich, jetzt irgendwie aufzubauen in dieser Zeit. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht wahrscheinlich strategisch einfach nicht zu halten. Wenn Rom sich voll fokussiert. Wir werden nochmal probieren, hier mal so ganz verzweiflungsmäßig einen Frieden zu schließen. Mit Karthago. Und vielleicht auch mit Rom. Aber das wäre absurd, wenn sie das jetzt annehmen würden. Ich meine, die sind jetzt hier extrem jetzt im Vorteil. Eieieiei. Gut, machen wir weiter. Diese Stadt fällt und fällt nicht. Meine Güte. Was für eine Verteidigung. Liegt halt in den Bergen, ne? So, hier wird die Kohlemine angegriffen. Das ist ganz gut. Das ist für uns vielleicht eine Gelegenheit, in die Offensive zu gehen, weil die Armee jetzt geschwächt ist. 1400 Mann bei der Sache verloren. Aber da kommt natürlich schon die nächste. Ja, krass. Okay. Ah, das war ganz gut verteidigt. 4400 gegen 1500. Also das wird auf jeden Fall teuer für die Römer, was sie hier machen. Ne? Das ist klar. ...570 gegen 434. Ja, diese Priskus-Legion, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. So, jetzt der zweite Angriff. Das ist jetzt bitter, weil wir jetzt einen Malus bekommen. Und das war's. Das war's. Ja. Krass. Hier, dieser minus 30% more battles penalty. Okay. Ja, die Römer lehnen das natürlich ab, logischerweise. Karthager auch. Tja, ja. Okay.
Können wir hier noch was... Ich meinte, hier was zu bauen ist eigentlich auch total Quatsch, aber allerdings die Bevölkerung ist sowieso verloren. Das ist nur auch irgendwie egal. Immerhin hat Dyrakus jetzt eine Defense. Kann sich noch ein bisschen selbst verteidigen. 7 Gold. Aber die kriegen wir im Moment auch gar nicht mehr zusammen. Die Finanzen haben wir nicht, die Mittel. Gut, wir haben hier 2 gegnerische Armeen. Diese Armee ist unsere gute. Die steht jetzt wieder ganz gut da mit 6300. Aber ich glaube, wir brauchen wieder eine, die hier verteidigt, weiter verteidigt. Na, das ist die hier. Die andere muss weiter ausheilen. Ich glaube, die andere verteidigt, ne? Oh, wie kann ich das anwählen so? Also das, es gibt noch eine andere Art, aber ich habe immer vergessen, wie. Hier oben rechts, nee. Da drauf rechts. Hier rechts. Irgendwo gab es eine Rechtsklick-Möglichkeit. Das vergesse ich jedes Mal. Wo man noch die andere Einheit wählen kann. Hier ist es auch nicht. Ansonsten halt dieses Symbol hier oben. Das zeigt an, dass da noch eine Einheit ist. Achso, man muss das so machen, dass man halt die hintere nicht berührt. Okay. Ich wollte nochmal sicher gehen, aber die sind, glaube ich, im Fortify. Wenn sie nicht heilen, sind die automatisch im Fortify. Gut. So, die Goldmine können wir uns nicht erlauben zu heilen. Hier bleiben wir einfach weiter stehen. Werden mit großer Wahrscheinlichkeit hier nicht angegriffen und sind dann mal irgendwann zumindest mit diesen beiden Armeen wieder handlungsfähig. Ja. Und dann schauen wir mal. Aber eins sage ich euch, ich gebe nicht auf, auch wenn Sizilien verloren geht. Landet da jetzt Karthago? Das wäre jetzt noch der Hammer. Komm, bitte, besiege diese athenische Armee. Ah, ich glaube, sie hat ganz schöne Verluste. Wir verteidigen uns wieder hier. Ach, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. 10.000 Verluste. Und wir 590. Endlich mal ein richtig guter Erfolg hier. Das gibt uns dort wieder ein bisschen Luft. Makedonia greift was an? Was ist das da? Sind das die Dakier da oben? Ich weiß gar nicht, wo wir uns hier gerade befinden. Puh, und wir können jetzt die Städte noch verbessern. Das müssen wir uns mal angucken. Ja, erhöht nochmal die Verteidigung um 40%. Und wenn... Wachen dort sind, also beschützende Armeen, 60%. Das ist natürlich gut. So, die Dakier wollen uns für 2 Gold alles Mögliche geben. Aber ehrlich gesagt brauchen wir im Moment leider Gold sehr, sehr dringend. Tut mir leid. Kann ich nicht annehmen. Kann ich leider nicht annehmen. So, Omen brauchen wir jetzt nicht. Das ist jetzt nicht das Ding. So, jetzt ist die Frage. Sind wir hier in der Lage? Nein, uns fehlt Gold. Wir müssen einfach mal Gold schmeißen. Vielleicht können wir ja noch eine Armee holen. Vielleicht haltet ihr da oben ja noch ein bisschen durch. Wer weiß es schon. Eine Armee, ist eine Armee besser oder ist eine neue Befestigung besser? Hier sehen wir das. Die kostet 2 Gold. Das ist nicht ganz so viel. Aber es wäre schon cool, wenn wir hier noch eine Armee zusammen schustern könnten, ehrlich gesagt. Die Frage, ob lieber ein Panormus oder ein Syrakus. Ich werde das Gold erstmal sparen. Ich werde das nicht machen. Hier oben haben wir jetzt wieder eine bisschen bessere Position. Naja, gut. Wie oft habe ich das schon gesagt? Okay. Hier heilen wir weiter. Auch wenn es langsam geht. Gold müssen wir sparen. Deswegen nur Self-Heal. Und hier unten ebenso. Langsam kommen wir, glaube ich, hier richtig wieder zu Stärke. Gut. Okay. Wartet mal. Wir sollten noch mal gucken. Handel ist schon nach wie vor wichtig. Holz haben inzwischen auch sehr stark im Überschuss. Pergamon. Stein und Kohle haben wir auch ganz gut. Brauchen wir eigentlich nicht. Nahrung ist auch kein Thema.
Wir brauchen eigentlich Gold, aber niemand verkauft Gold. Die Seleukiden, da können wir noch mal probieren. Holz gegen Sklaven oder so eine Nummer. Versuche, es ist immer wert. Machen wir mal 2 gegen 2. Mal gucken. Wollen Sie doch nicht? Haben Sie vielleicht doch nicht zur Verfügung? Sind alles Fake News, Leute. Ne, dann eben nicht. So, und eigentlich würde ich die Goldmine jetzt reparieren wollen, aber wir haben einfach nicht das Gold. Das muss ich. Oder was kostet das, die Reparatur? Kostet 6 Steine und 3 Bevölkerung. Ich glaube, das machen wir. Das bringt uns ja Gold. Hätten wir schon eher machen können, weil Steine und Bevölkerung. Na, was heißt eher? Ein, zwei Runden. Wir wollten ja immer noch warten, bis hier Athen geschlagen ist. Das ist jetzt aber ziemlich sicher, glaube ich mal, weil wir jetzt wieder ganz gute Armeen dabei haben. Also, das hätte ich nicht erwartet, dass das hier unten gesichert sein kann. Hier oben haben wir, glaube ich, auch eine Grenze, die sich jetzt kaum noch verschieben wird. Und Sizilien, Leute, das wird ganz übel. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass die Karthager hier ankommen. Sind die eigentlich noch mit Rom im Krieg? Ja. Dass die Karthager hier ankommen und den Römern hier die Schiffe weghauen. Dann hätten die ein Problem. Oder hier eine Landung machen oder sowas. Das wäre jetzt richtig gut. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinball.